Robert Indiana ist ja ein Künstler, den man mit der Pop-Art assoziiert und der in den 50er und 60er Jahren mit den ganzen wichtigen anderen Künstlern der Pop-Art wie Andy Warhol und Roy Lichtenstein und so im Austausch war. Und ein Merkmal seiner Bildsprache ist, dass er sich mit Worten und Zahlen, mit Ziffern beschäftigt, also mit Zeichen im weitesten Sinn. Und er hat sich auch einmal genannt, I am an American Painter of Signs. Ich bin ein amerikanischer Maler der Zeichen. Es ist nicht, wie es häufig dargestellt wird, ein Auftragswerk gewesen, Love zu kreieren, sondern dass er da dieses Wort Love als Komposition entwickelt hat. 1964. Und dann kam der Auftrag des MoMA in New York für eine Weihnachtskarte. Das hat dazu geführt, dass dieses Werk eine immense Verbreitung gefunden hat, aufgrund seiner Einprägsamkeit, dass aber Robert Indiana da nicht davon profitiert hat. Er erzählte häufig, dass es einen kommerziellen Erfolg gegeben hat, nämlich er wurde gebeten für die US-Post eine Briefmarke zu gestalten mit diesem Motiv. Das hat er auch gemacht. Die Marke ist mit 330 Millionen Exemplaren gedruckt worden und dafür hat er 1.000 Euro Honorar bekommen. In den frühen 60er Jahren war die Botschaft Liebe dann natürlich auf einen fruchtbaren Grund gestoßen. Denn zum einen gab es die aufbrechende Studentenbewegung, es gab den Krieg in Vietnam mit den Protestdemonstrationen dagegen. Und insofern ist dieses Logo gewissermaßen, das Robert Indiana da entwickelt hat, abgelöst von seinem Kontext, weltweit transportiert worden. Und als die Skulptur in Berlin ankam, war es natürlich ein wunderbares Erlebnis zu sehen, wie die großen Buchstaben Love aus einem Lastwagen herauskamen und wie die Liebe sich dann entfaltete. Die Skulptur wurde außerhalb des Museums montiert und dann mit dem Sockel über das Haus in den Innenhof geschwenkt. Solange der Mies van der Rohe-Bau wegen Sanierung geschlossen ist, wird sie im Innenhof des Hamburger Bahnhofs gezeigt und dort ist sie natürlich im Moment am rechten Platz. Denn solange es das Museum des 20. Jahrhunderts am Kulturforum noch nicht gibt, ist die Pop-Art und die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts im Hamburger Bahnhof verortet. Und speziell die Sammlung von Erich Marx mit großen Werken von Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Lichtenstein und anderen hat ja einen ganz eminenten Pop-Art-Schwerpunkt. Und Indiana, der noch nicht in der Sammlung vertreten ist, passt da hervorragend dazu.